Modelliert haben wir, texturiert haben wir, Knochen eingebaut. Jetzt bewegen wir die Knochen zur Animation und wir haben geschickterweise einen Zweibeiner. Da ist das relativ einfach und es empfiehlt sich auch mit Zweibeinern oder weniger anzufangen. Also gucken wir mal, was wir daraus machen können. Wir haben pro Bein vier Phasen, die wichtig sind, die wir überwachen müssen. Das erste Auftreffen der Ferse, das ist so ein wichtiger Moment, dass wir mit dem anfangen. Dann das Belasten vom Fuß, dann das Vorbeiziehen vom Fuß am Gegenfuß und hinten den Fuß wieder heben. Und während dieser Zeit muss der Fuß mit der Geschwindigkeit nach hinten gehen, mit der sich der Körper nach vorne bewegt. Danach von dem ab, wie der wieder nach vorne kommt und ob der dazwischen noch einen Kringel macht, das ist fast wurscht. Dann sieht es zwar aus wie im Ministry of Silly Walks, aber das ist egal, das Laufen funktioniert trotzdem. Dann sieht die Bewegung deutlich besser aus, wenn wir die Hüfte dann folgen lassen, also dieser Belastungsbewegung und den Oberkörper gegenläufig, was bei jetzt bei einem MMchen, was rund ist, nicht so auffällt, aber bei Figuren mit Armen, da macht es schon einen Unterschied, dass der Gegenarm und das Gegenbein die gleiche Bewegung haben. Gucken wir das mal an. Hier ist unsere Figur. Und ich habe schon eingestellt, hier drüben bei dem Output-Symbol, dass ich nur noch Frame-Range ein Ende von 24 habe. Das sind 24 Frames, die ich hier unten angezeigt habe. Und ich habe eine Framerate von 24 Frames pro Sekunde. Das heißt, ich habe eine Sekunde Zeit für einen Doppelschritt. Also so haut es hin. Und hier unten habe ich die Timeline schon ein bisschen größer gemacht. Die sitzt sonst hier unten. Und dann können wir im Prinzip schon losgehen. Ich sehe aber hier unten schon, dass die schon ein bisschen komisch sind. Also ich gehe mal in den Edit Mode. Das haben wir uns wahrscheinlich mit den Targets gekauft. So, gehe noch mal in den hier. Also müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen drehen, oder wie ist das hier? Ah, müssen wir nicht. Das ist mein Root Bone. Wäre fast geschickter, wenn wir alle Knochen, die wir vielleicht nicht brauchen, verschwinden lassen würden in einer Collection. Das machen wir vielleicht auch. Dann haben wir weniger zu gucken. Also ich markiere mal den und die beiden Pole Targets und sage M für Move, New Bone Collection und die benenne ich dann einfach mal in Secondary. Und dann gehen die in die Collection Secondary und hier sehe ich jetzt diese Collection und kann die ausblenden und dann habe ich auch ein bisschen weniger. Und wenn ich die Achsen noch ausmache, dann sieht es schon viel vernünftiger aus. So, na, vergessen meinen Rootbone in die Collection reinzutun. So, jetzt ist er auch weg. Deswegen hatte ich ja den ganzen Aufwand getrieben. Also, hier ist unser Fuß und wir überlegen uns, wie groß die Schritte sein sollen. Ich würde mal sagen, so 1 Meter große Schritte. Also fangen wir an, nehmen unseren, gehen in den Pose Mode, nehmen unseren Fuß, setzen den da hinten drauf, drehen den noch ein bisschen. Das ist die Kontaktphase. Und wenn ich das hier drehe, stelle ich fest, ich habe hier noch Quaternion, also stelle ich das mal auf Euler, Winkel, mit denen man mehr anfangen kann. Und was will ich überhaupt? Keyframen. Ich drehe mal diesen Knochen und ich schaue, was sich am meisten bewegt. Das ist tatsächlich die X-Achse. Wenn ich hier die Achsen wieder anmache, sehe ich hier, dass es auch die X-Achse ist. Also brauche ich bloß die X-Achse zu keyframen und setze da einen Single Keyframe rein. Und was verändert sich, wenn ich diesen Knochen bewege? Wir sehen, dass sich das X so gut wie nicht bewegt. Das heißt, hier oben brauche ich an Location nur Y und Z.
für das erste. Und hier unten sehen wir die Keyframes gar nicht. Die muss ich erst anschalten, so ein bisschen, dass wir die besser sehen. Ich bewege im Moment nur den rechten Fuß und diese drei Eigenschaften. Ich kann hier bei Keying jetzt einstellen, Available, und dann brauche ich hier oben nur I zu drücken oder gar das hier, automatisches Aufzeichnen. Und dann kommt immer, wenn ich was verändere, wird das automatisch aufgezeichnet. Unsere Zehen, die bewegen sich sowieso nur in X-Richtung. Also werde ich das hier keyframen. Und das reicht mir schon mal für den Anfang. So, das ist der erste Versuch. Der zweite ist, wir können hier unten mit M Marker einschalten. Gehe ich mal da drauf und ändere die mit, hoppla, und ändere die und sage, das ist Contact. Dann weiß ich das besser. Dann gehe ich jetzt drei weiter. Ich bin dann bei 4. Fangen wir nochmal an. 1, 2, 3. 3 Rahmen weiter. Einen neuen Marker mit M. Das hier verändern. F2, das war Down. So, und das ist die nächste Pose, die wir machen wollen. Also die setze ich etwa hier hin. Ferse hier. Da muss ich noch ein bisschen gucken, dass das auch passt. So. So in die Mitte, down, Zehen ziemlich weit unten, weil ich Auto-Keying anhab, hat er jetzt auch genau, und hier die Available hat er jetzt auch genau nur diese eingefügt. So können wir fast noch ein bisschen weiter nach links gehen. Also hier G, X, so. Weil wir ja danach beim Parsing ein bisschen weiter sind. Also eingefügt, automatisch ging es auch. Drei weiter, 1, 2, 3. Dann habe ich Parsing. Ich markiere das hier. Ich ändere meinen Marker. Schreibe Parsing hin. Schiebe das hier auf die gleiche Höhe. Da ist mir doch an der Höhe was verloren gegangen gewesen vorher. 1, 2, 3. So ist der hier. 1, 2, 3. Und da tun wir noch ein bisschen so eine richtig schöne Zehenbewegung. So, und dann kommt hinterher, das ist das wieder, das 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die nächste Marker mal rein. Markieren, umbenennen mit F2, ab. So, da geht mein Fuß. Na. Da geht mein Fuß nach hinten. Etwa hierher. Dreht sich hier. Schauen wir das mal langsam an. Die Rahmen dazwischen tut Blender interpolieren. Das sieht schon gut aus, aber wir haben wohl vergessen, hier ein Keyframe zu setzen. Und zwar auf der Rotation. Gucken wir doch mal, jetzt sind unten alle markiert. Also nochmal vorne anfangen. Aufsetzen. Tief vorbeiziehen. Hinten. Und jetzt müssen wir halt wieder irgendwie nach vorne kommen. Das ist jetzt so die einfache Art und Weise. So, und dann geht es direkt wieder weiter. 1, 2, 3. Geht es direkt wieder weiter. Ich setze einen Marker. Ich markiere das und sage F2 umbenennen. Contact. 1, 2, 3. Marker setzen. F2 umbenennen, down, 1, 2, 3, Marker, F2, na, jetzt habe ich den nicht erwischt, immer noch nicht,
jetzt habe ich ihn erwischt. Was war das? Passing. Down, Passing. 1, 2, 3. Marker setzen mit M. Versuchen, den zu treffen. F2 umbenennen. Ab. Und jetzt 2, 3, den 25. Der muss genauso aussehen wie der erste. Also setzen wir da nochmal Marker hin. Benennen den sogar um und sagen, das ist wieder, nein, nicht tut er. Das ist dann wieder der Contact. Und die, die ich jetzt noch nicht eingetragen habe, das ist genau der andere Fuß. Also fange ich hier an, in 13 mit dem anderen Fuß. Von dem will ich wiederum nur die X-Rotation gekeyframed haben. Ja. Und Y und Z für die Position. Und bei den Zehen möchte ich nur die X-Rotation gekeyframed haben. Also, aufsetzen, hier vorne, rotieren, dass er da hier passt. Unsere Zehen sollen da ein bisschen außergewöhnlich gebogen sein. Drei weiter. Bei Down haben wir den ja etwa hier, klappen den runter, setzen den auf. Unsere Zehen sind dann auch aufgesetzt. Unser Recorder notiert sich das mit. Bei Passing sind wir etwa hier. So. Und bei Up sind wir so wie bei dem da hinten. Na, darunter und die Zehen hochbiegen. So, jetzt gucken wir uns mal den zweiten Fuß an. Wie der aussieht, ab 13, aufsetzen, vorbeiziehen und da haben wir wieder vergessen, den Fuß zu keyframe. Da, weil ich nicht I gesagt habe, sondern Automatic, also hätte ich da doch I sagen müssen. So, also probieren wir nochmal 13, aufsetzen nach Halt, das gefällt mir nicht. Da haben wir die Zehen oben, da kommen die Zehen runter und da haben wir vorhin den nicht gesetzt. So, und dann gehen die jetzt nach hinten. Und hier müssen wir den Fuß wieder vorne haben. Also, wie sieht das aus, wenn wir das jetzt ablaufen lassen? Shift. Oh ja, läuft doch schon. Also, vorne anfangen. Einmal nach mit dem Bein nach hinten, mit dem Bein weiter nach hinten. Hier sind wir jetzt oben mit dem rechten Bein ab. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir denn hier mit dem Bein? So ein bisschen hoch. Weiter. Man hebt die Füße eigentlich gar nicht so arg weit hoch, weil man die immer, weil man ja faul ist beim Laufen. So, Passing. Drehen ein bisschen runter. Das da auch drehen. So, gucken wir uns den mal an. Der kommt jetzt nach vorne. Halt, da berührt er den Boden zu sehr. So. Das heißt, der ist jetzt hier. Und da können wir den schon ein bisschen. Und dann markieren wir die beiden
und holen uns von ganz vorne über ein Box Select Shift D die Animation auf den Frame 25. Gehen wir nach vorne durch. Wir ziehen das Bein nach hinten. Da müssen wir noch was ändern. Hier, der ist noch zu. Da geht er zu weit. So weit nach unten. Also müssen wir den wahrscheinlich ein bisschen schärfer biegen. So. Dann gehen wir da nach vorne. Da könnten wir ruhig noch weiter vorgehen. Und dann kommt das da. So. Schauen wir doch mal an, wie es aussieht. Okay, besser als nichts. Und jetzt gucken wir uns den zweiten Fuß an. Hier haben wir Contact. Geht nach hinten. Der ist jetzt besser beim nach hinten gehen als der andere. Was haben wir da besser gemacht? Da müssen wir uns den ersten nochmal angucken, aber das machen wir nachher beim Feintunen. So, dann haben wir ab und dann sollte er wieder nach vorne gehen. Der linke, der hier. So, das heißt, der soll erstmal noch ein bisschen hochgehen. Wir keyframen schnell die beiden, alle. Schnappen uns die. Alle. Mit Box Select. Und kopieren die nach vorne. Na, hat nicht geklappt. Duplicate. Und wenn ich jetzt nach vorne gehe, jetzt passt das. So. Dann müssen wir uns noch überlegen, wie das Bein jetzt wieder nach vorne geht. Das geht sogar automatisch, aber ein bisschen zu weit oben für mein Gefühl. Also können wir da runtergehen. Ein bisschen weiter vor. Auch noch runter. Ab. Das wird gleich der Contact werden von dem Bein. Der kann aber durchaus von so weit oben kommen. Setzen wir da mal Keyframe. So. Und jetzt gucken wir, wie das aussieht beim Laufen. Wunderbare Laufbewegung. Unsere Zehen stimmen auch. Gönnen wir uns das Männchen mal kurz in der Object Mode Ansicht. Mal Wireframe aus. So. Also unser Männchen läuft schon und die Hüften gehen, also der Schritt geht mit. Und jetzt brauchen wir bloß noch die Hüften zu drehen. Also, das ist der Moment, wo ich meine Leertaste wieder auf Animation Start legen möchte. Spacebar Action Play, dass ich dann bloß noch drücken muss und nochmal drücken. Okay, also Männchen hat soweit funktioniert. Und jetzt gucken wir noch nach den Hüften. So, gucken wir uns doch das hier mal an. Dieser Hüftknochen im Pose-Mode, den gibt es noch gar nicht. Der ist auch Quaternion. Und der zeigt in Y-Richtung des Knochens. Also brauchen wir nur in Y-Richtung des Knochens zunächst mal Keyframes zu machen. Contact. Ist der Körper schon ein bisschen vorne? Also, machen wir das doch so. Dann drei weiter. Ein bisschen zurück. Noch drei weiter. Gucken wir mal, was 0 war. Setzen den hier. Noch drei weiter. 3 war doch eigentlich immer ganz gut. Minus 3. So.
Setzen da auch ein Keyframe. Und das ist jetzt ganz hinten. Hier lassen wir das bei minus 3. Und gehen beim Parsing so langsam wieder auf 0. Was haben wir ganz vorne für einen Wert? Oh, so viel. Also, jetzt gucken wir, was passiert. Da geht die Hüfte nach hinten. Da geht die Hüfte nach hinten und die muss jetzt langsam wieder nach vorne gehen. Da können wir schon wieder ein bisschen drehen. Na. Und den letzten Wert, den holen wir uns von vorne. Shift D, ganz nach hinten. So. Also dreht sich jetzt unsere Hüfte schon mal. Ah, da haben wir die zweite Seite auch gleich erschlagen, aber wir haben da noch einen Schlenker drin. So, da. Da geht es arg schnell. So, das immer arg weit hinten bei Up. Also da müssen wir bei Up ein bisschen weniger drehen. So können wir das lassen. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, wir können noch was machen. Wir gucken mal von vorne. So, was wir jetzt noch drehen können, ist... Dieser Knochen hat auch eine X-Richtung. Also, wir gucken von vorne auf die Figur hin und ermöglichen Rotation auch bei X. Machen da ein Keyframe und haben jetzt bei Contact schon eine. Ich mache den nochmal aus und mache hier. Na, wo bin ich denn? Der hier. Das ist rauf und runter. Das ist links und rechts. Die will ich jetzt verändern. Also mache ich da ein Single Keyframe. So, denn jetzt bin ich bei Down. Hier, da will ich, dass meine Figur deutlich dieses Knie belastet. Also sagen wir mal 0,1. Zentimeter, das heißt, wir haben hier hinten haben wir mal 0,05. Dann sind wir bei Passing. Sind wir wieder bei 0,05. Dann sind wir hinten. Da könnten wir fast bei 0 sein. Na. 0. Dann sind wir bei Contact. Wieder bei 0,05. Eigentlich Minus. Machen wir da Minuszeichen davor. Dann sind wir hier bei minus 0,1. Dann sind wir hier wieder bei minus 0,05. Passing, das war 0,05, minus 0,05. So, nach Passing kam hier Up. Up hatte 0. Dann kriegt hier Up auch 0. Und dann sind wir wieder bei Contact. Contact hatte minus 0,05. Das war hier dann also diese 0,05. So, jetzt schauen wir mal an, wie sich das jetzt aus
So, jetzt haben wir also das Gewicht deutlich stärker auf den beiden Hüftknochen. Okay, nächster Schritt. Wenn wir das Gewicht auf den Hüftknochen haben, wir haben das auch schon verdreht, dann hat sich unsere Figur verdreht und bei ab, da ist die Figur in der Z-Achse, also für uns, für den Knochen ist es die X-Achse. Da haben wir das komplette Gewicht auf dem linken, auf dem rechten Bein, weil wir von vorne gucken. Und da kippen wir unsere Figur mal so ein bisschen um. Wie viel Grad? X um 5 Grad. Gucken wir mal. 5 Grad. Bei ab. Das heißt da drüben bei ab um minus 5. So, dann haben wir aber nach dem ab, haben wir so ein komisches Kontakt. Das heißt, wir gucken hier hin, ab. Bei Kontakt kopieren wir einfach mal das hier raus mit C, gehen nach da hinten, fügen das ein mit V und geben Minuszeichen ein, um das umzudrehen. So. Und jetzt haben wir dann auch noch das Wackeln von den Hüften mit drin. Wir schauen wieder von vorne unseren Oberkörper an. Oder am besten vielleicht sogar von oben. Denn der Oberkörper geht in Gegenrichtung zum Unterkörper. Das heißt, wenn der Unterkörper jetzt diesem Bein folgt, dann haben wir hier eigentlich die Gegenbewegung. Welcher Winkel ist das? Ich muss mal gucken. Oder ich muss mir den. Ah, das ist Y von dem Knochen. Okay. Also, dann geben wir hier die Y. Geben wir mal minus 10 an. Und setzen da einen Keyframe rein. Bei Contact. Das heißt aber beim anderen Contact ist es plus 10. Und ein Keyframe und bei dem hier ist es wieder minus 10 und ein Keyframe. So. Gucken wir doch mal. Ah, fast ein bisschen arg. Also der verzieht die Augen schon arg. Gehen wir da noch mal runter auf minus 5. Dann gehen wir hier auf 5. Und dann gehen wir hier wieder auf minus 5. So. So, jetzt sieht das schon besser aus. Und jetzt haben wir eine laufende Figur geschaffen. Die holpert noch ein bisschen. Also wir merken, dass es ruckelt so ein bisschen beim Absetzen vom Schritt. Und der Rest wäre jetzt polieren. Aber wir sind da schon mal ungeheuer froh, dass wir das geschafft haben, unser Männchen hier zum Laufen zu kriegen. Ich gehe mal in den Object Mode. Ich mache die Referenzlinien wieder aus, dass die aus sind und lass mal das Männchen ein bisschen lang. Das Skelett schalte ich auch noch ab. Display S. Normalerweise haben wir Möglichkeit, das auszublenden. So. Okay. Also, da läuft jetzt schon mal ein MMchen und niemand soll jetzt behaupten, dass MMchen eleganter laufen als dieses Teil, was wir hier modelliert haben.